Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Südhemmern im LS19. Wir haben das letzte Mal irgendwas gemacht. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal schnell durch, wo die Fahrzeuge stehen. Ah ja, genau. Wir hatten neue Schweinchen dazu gekauft und hatten die verpflegt. Das war dieses. Jetzt sehe ich gerade auf der Uhr, Viertel vor 8 im Game. Ja, dann gucken wir gerade uns noch mal um, was noch so anliegt an Arbeit. Ansonsten gehen wir eine Runde pennen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich schön abhängen soll. Und am nächsten Tag ernte, das ist das Käse. Aber ich stelle mir wenigstens das ohne das Vordach hier, jawohl. Dass er keinen Sonnenbrand kriegt, weil Regen haben wir ja keinen. So, wo waren die anderen Jungs? Der steht gut gewaschen und geparkt. Der auch. Der hat tatsächlich, jetzt gucken wir auf die schlaue Karte. Wo sind wir denn daheim hier? Wir haben hier alles im Wachstum anscheinend. Unkraut, klar. Ne, pflügen tun wir hier nicht. Genau, Unkraut bekämpfen machen wir noch schnell. Und dann können wir eine Runde uns aufs Ohr hauen. Jetzt habe ich echt einen Moment. War das jetzt hier? Hier haben wir es Unkraut bekämpft. Nach da müssen wir noch, ne? Genau. Ja, für solche Sachen ist der 313er eigentlich ideal. Ausreichend Leistung und los geht's. Ja, es ist ja mittlerweile die Version 1.1 Multifruit oder Multifrucht, je nachdem, in dem wir auch Karotten und Zwiebeln ansehen könnten, wenn wir denn wollten. Das überlege ich mir noch. Für die Schweine brauche ich es noch nicht. Muss noch mal testen, wie der Ertrag dann ist von Karotten und Zwiebeln und was dann im Endeffekt an Kohle rauskommt. Weil, ja, wenn das jetzt nicht viel Unterschied macht zu herkömmlichen Früchten, was den Gewinn betrifft, dann ja, ist es zwar eine interessante andere Sache mal, aber nicht ernsthaft ertragreich. Genauso wie das hier, also das ist halt der. Die Teilbreitenschaltung wäre halt auch geil, weil hier wird extrem viel, ob es jetzt Dünger ist oder Pflanzenschutzmittel, vergeudet, weil man es eben schon an der Stelle hatte. So, da fahren wir eine Anbahn runter. Zeit steht auf 1, also die schaffen wir ganz locker, dass wir hier alles noch gespritzt kriegen. Und uns dann hinhauen mit der Hoffnung, dass am nächsten Tag das Getreide so weit gewachsen ist, dass wir es runterhauen können. Ja, ich bin ja mal gespannt, wann nicht nur der Kreisplan so Sachen rauskommen, sondern dann auch mal ja, hier Produktionen angeworfen werden können. Das heißt, Mehl für Brot, Hopfen für Bier und solche Sachen. Das war immer ganz cool. Wird auch definitiv kommen, schätze ich. Und ja, dann geht es hier noch mehr rund, als es ohnehin schon was los ist. Und das Ganze damit, Cosplay, dann läuft die Sache. Dann ist hier auch was los auf der Karte. Ich klappe mal kurz zusammen. Ich brauche zwar gleich wieder, aber bevor ich jetzt irgendwo aneck. Die Spritz war teuer. So, und schon wieder aufklappen, danke. Ich glaube, du hast die Spritz, hä? So, müsste reichen. Ich check kurz mal. Jawohl.
Hier ist auch Unkraut am Start. Und es wird gekämpft, wunderbar. Also momentan geht es noch, was den Tagesablauf hier betrifft. Bleibt abzuwarten, wenn man mal mehrere oder größere Felder besitzt und muss die dann alle ansehen und düngen und von Unkraut befreien. Ob man das dann auch noch innerhalb von einem Tag hinkriegt, also im Gentag, müsste eigentlich funktionieren. Ne? Weil auf 1, okay, das funktioniert bestimmt. Dort müsste funktionieren. Jungs und Mädels. Die Bäume da vorne sehen aus wie eine große Kirche. Ging doch. King Kong. Nur sieh zu und spritz das Unkraut mal weg hier. Und generell ist ja schon der Hammer, was in dem, ja, in den fast 2 Monaten, in dem der LS19 auf dem Markt ist, schon an Mods erschienen ist. Auch kartentechnisch. Ist ja auch der Verkaufsbrenner hier. Der LS. Ist ja interessant, wenn man die Leute fragt, so, die zumindest mal die in meinem Alter so sind, aber auch andere, ob sie den LS denn kennen. Ja, jetzt ganz abgesehen vom 19er. Nein, kenne ich nicht. Ach, ist ja kindisch sowas. Ja. Trotz alledem ist der LS das meistverkaufte Game, so wie ich das mitgekriegt habe. So ist das eben in manchen Zeitungen, in den 4 großen Buchstaben. Kein Mensch liest sie und trotzdem ist es die meistverkaufte. Schon seltsam, ne? Stehen wir drüber. Stehen wir ganz locker drüber. Wir zocken das, weil es Spaß macht, weil es cool ist. Alle anderen sollen Briefmarken sammeln oder sonst was. So, jetzt noch husch husch auf Feld 14. Und ab in die Gutstube. Oh, das blendet. Ja, schon seltsam, dass die Arbeitsscheinwerfer in der Kabine blenden. Also, komisch Sach, ne? Seltsam, seltsam. Gut, zum Fahren braucht man die auch nicht. Dann geht's das. Dann geht's auch. Sieh hier rein. Und ja, quer durch den Hof ballern. Nabend, Nabend, Nabend. Schon etwas angsteinflößend auf so einem großen Hof alleine. Na, klapp mal auf, du, ne? Wir gehen nach außen. Dass wir alles erwischen.
doch echt nicht mehr, was ich hier angepflanzt hatte. Irgendwas Grünes. Ja? Spinat vielleicht. Bohne. Achso. Oh. Müssen wir echt umschalten? Das ist ein Käse. Das wäre jetzt Quatsch. Das war's doch. Na. Nee, funktioniert. Wir mussten nur noch mal die Spritze aktivieren. Okay. Alles neu. Jetzt wissen wir es. Ich habe auch festgestellt, ich weiß gar nicht, wann die Folge rauskommt, auf der Zweisteinhof angefangen jetzt mit der Ganzpflanzensilage. Und da war es tatsächlich wieder so, dass der Häcksler zwar die Spur gefahren ist, hat dann am Feldende, klar, gewendet und hat dann anscheinend anstatt die Gerste, das ist nämlich die Frucht, die ich als GPS abernte, anstatt Gerste hat er anscheinend Gras eingesammelt. Und dann hat er auf einmal gedacht, ach, weißt du was, jetzt ist Gras dabei, jetzt fördern wir es nicht mehr auf den Anhänger. Ja. Hatte ich mit Mähdrescher auch schon in manchen Fällen. Und das jetzt der Helfer macht oder du es selbst machst, spielt keine Rolle. Sobald er dann denkt, er hätte was anderes geerntet, dann hört er auf, das abzuernten, beziehungsweise zu häckseln. Und ja, dann musst du erstmal zusehen, dass du den Anhänger wieder leerst, irgendwo abkippst, am besten in Silo, logischerweise. Und ja, und dann fängt er wieder an, dann macht er wieder neu. Ja. Jetzt habe ich das so gemacht, ich bin mit dem Mähwerk um das Feld drumherum gefahren, habe das Gras abgemäht. Und siehe da, der Häcksler häckselt hoch und runter ganz fleißig weiter. Ja, weil er kein Gras mehr erwischt. Ist das denn echt auch so? Also ich habe schon gesehen, dass die Felder und die Äcker bei manchen zumindest auch um die Frucht drumherum das Gras oder das Wildkraut, was da wächst, erst abgemäht wird vor der Ernte. Aber ich denke mal, das ist eher wegen der Verunreinigung. Und wenn da ein bisschen Gras mit dabei ist, wäre es wahrscheinlich nicht so schlimm. Ja? Nur hier im Spiel hört er dann auf. Also, ob das jetzt Absicht ist, weil es etwas mehr an die Realität gehen soll, weiß ich nicht. Ja? Nur, jetzt weiß man es halt und wenn man da den Helfer dreschen oder mähen lässt oder häckseln lässt, dann weiß ich auf jeden Fall vorher, okay, einmal um den Acker drumherum das Gras wegmähen, dann gibt es auch keine Probleme. So war es bei mir jetzt zumindest, ja. Habt ihr das verstanden? Natürlich habt ihr das verstanden. So, wer ist von Pflanzenschutzmittel aufbringen gelangweilt? Hände hoch. Du? Ja, ich auch. Aber wat mut? Ja. So ist es. Und da ich hier extrem gut sehen kann, wo ich schon war, versuche ich ganz einfach jetzt einmal den Helfer anzusetzen. Der sieht es komischerweise immer. Nicht immer richtig, aber er sieht's. Ja komm, fahr, Junge. Ja, Quatsch, falscher Knopf. Sorry, mein Fehler. So. Der kann das schnell zu Ende bringen. Hoffentlich funktioniert es. Was haben wir sonst noch? Der steht hier abfahrbereit. Den brauchen wir am nächsten Tag. Den brauchen wir noch nicht. Sieht immer noch geil aus, ne? Aber ich werde an voll machen, könnte man wieder mal, ne? Dünger auffüllen, Saatgut auffüllen. Können wir das schon mindestens machen in der Zwischenzeit? Zwischen der Zeit. Ich finde auch, der Deutz hat einen geilen Sound irgendwie. Hauptsächlich im Standgas.
Not, oh, not bad. Ja, ich hätte gerne Dünger, bitte. Danke dafür. Nun noch geschwind zum Saatgut-Silo. Weil ich habe jetzt persönlich festgestellt, hier kriege ich keins. Zumindest mal nicht an bei Geräten, die beides können. Also, was macht man da? Man platziert ratzfatz ein eigenes 5000-Euro-Silo. Hof haben wir, Hof, ja genau. Platz haben wir ja genug am Hof. Und, ja. Dann haben wir es immer parat. Hier war das bei Diverses. Ich habe gerade Käse erzählt. Ich habe nämlich ein Düngesilo platziert. Und dann platziere ich jetzt auch noch ein Saatgutsilo. Ja. Natürlich habe ich ein Problem, wenn die Karte mal irgendwann vom Modder erweitert wird. Und der parkt da irgendwas anderes, Komposter oder so ähnliche Sachen. Dann muss das weg. Aber im Moment ist es noch nicht, also können wir machen, was wir wollen. Und schon haben wir es. Danke. Pauseknopf. Sehr schön, danke. Das war jetzt falsche Gerste. Auf welchem Feld ist die Gerste, bitteschön? I don't have a Schimmer. So, der ist wieder einsatzbereit. Brett vom Kopf. So, was macht unser Helferjung? Kann mal gucken. Ja, passt soweit. Zweite Düngestufe überall. Und wie war das jetzt mit dem Sand? Was habe ich da eingesät? Also hier ist Sojas, logisch. Ich hab fast gedacht. Was ist das dann? Ist das Raps? Ah ja. Sojabohnen und Raps sollte etwas an Geld einbringen. Na, ich bin mir nicht sicher, ob du alle Ecken hast, du. Ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt vielleicht immer ein bisschen Umweg fährt für sowas. Der Kasper dahin auf der Straße hat er gebremst, warum auch immer. Na alle. Man kann ihnen nicht helfen. Ja, aber ihr würdet mir helfen mit einem Daumen nach oben oder einem Abo, einem Like, wie auch immer. Wenn es euch gefallen hat heute, es war etwas eintönig, ganz klar. Aber was Mut, das Mut. Ja? Und der Helfer darf noch fertig spritzen. Und ja, ich gehe dann pennen und dann werden wir uns das nächste Mal sehen. Ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Folge anfangen können zu ernten mit unserem tollen Rotzelmesh-Drescher. Okay, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.